So, weiter geht's hier bei Vorstoß ins Herzors. Ja, da hat einer Stoßen gesagt. Jetzt mal nochmal kurz zurückgehen, weil sonst gleich hier das Fenster nicht. Und los geht's. Immer Ruff. Ihr seid gerade rechtzeitig. Wir haben die Umgebung gesichert und befestigen derzeit die Höhle. Nach eurem jüngsten Sieg sind Saitans Streitkräfte geschwächt. Der Drache spürt uns näher kommen wie ein Dorn, der sich ihm tiefer ins Fleisch gräbt. Jetzt wissen wir, dass Saitan nicht nur Wut, sondern auch Angst verspürt. Seine Zeit in Tyria nähert sich dem Ende. Tapfere Worte. Lassen wir sie wahr werden. Kommt mit. Die anderen Kommandeure sind drin. Zur Grotte geht es hier entlang. Es heißt, dort hätten sich früher verliebte Paare getroffen. Seid vorsichtig. Wir sind immer noch dabei, die letzten Orianer hier zu beseitigen. Ja, ist auch nicht, wäre ja langweilig. Dann halten wir doch. Ja, das war ja auch Sinn der Sache, damit die Fähigkeit streckt, schwächt, ne? Aber das, wenn das nichts gebracht hätte, wäre man echt. Es gibt nur zwei Wege hinein. Durch diesen Gang und übers Meer. Dern, Winnet und Efurt sind bereits hier und bereiten den nächsten Angriff vor. Welches Vorgehen schlagt ihr als nächstes vor? Eine volle Offensive. Saitans Versorgung ist abgeschnitten. Wir können die Hauptstreitmacht angreifen, ehe sie sich erholt. Ich stimme zu. Aber ein Angriff zu Lande führt dorthin, wo der Drache am stärksten ist. Von See her machen wir mehr Schaden. Marshall, wir haben den Kontakt mit dem Artefaktsuchertrupp verloren. Ich will einen Suchtrupp losschicken. Ich verstehe. Kommandeur, habt ihr kurz Zeit? Marshall, eine auferstandene Legion nähert sich. Ich sah das Siegel der Könige von Orr. Ich glaube, sie kommen aus der Gruft von Prinz Al-Hazred. Zu Lebzeiten galt Al-Hazred als grausamer, brutaler Mann. Der Tod hat das nicht geändert. Leute, verteidigt das Lager. Zu den Waffen. Ja, auf geht's. Naja, haben wir's doch um. Ruf zu den Waffen. Das ist eine Abscheulichkeit. Ferkel, da blitzt und funkt. Ist der Hammer, gell? Oh, da hinten sind sie auch unterwegs. Mei, ja, mei. Was ist denn da los? Also auch vom Wasser. Habt ihr das gesehen? Sagt mir, dass ihr das gesehen habt. Und Traherne ist umgefallen. Helfen wir mal auf. Ich hau den Piraten mal um. Benutzt alles, was sein Diener zu Opfer fällt. Ich befürchtet hatte. Einer der Fürsten von Orr. Ja, komm nur her. Macht sie nieder!
Also, das war's mit dem Prinzen. Jetzt können wir scheinbar mit allen reden, aber wir reden erstmal mit Trahern. Unsere dreigleisige Offensive könnte den Krieg für uns entscheiden. Es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, Kommandeur. Wo könnte dir unsere Sache am dienlichsten sein? So, kümmern wir uns um die Flotte? Suchen wir noch einen vermissten Einsatztrupp oder wir rücken den Drachen mit Panzern auf die Schuppen? Was denkst? Oh, ich habe keine Ahnung. Na, wo setzt Lust? Suchen wir einen Einsatztrupp oder fahren wir mit Panzern rum? Ja, entweder haben wir die Flotte um oder wir fahren mit Panzern. Dann fahren wir ja, mit genau. Panzern. Okay. Plündern. Okay. Schauen wir mal, wo wir jetzt da hin müssen. Wollte schon immer mal Panzer fahren. Der Mr. P ist schon am Weg. Ja, ist das so? Hä? Ist das so? Ja, ist immer so. Immer am Produkt. Deine Stimme kackt schon wieder ab. Also nicht deine Stimme, sondern. Weißt du. Was? Wie bitte? Deine Stimme kackt schon wieder ab. Das kann nicht sein. Halt links. Links. Na dann. Legen wir los. Hoppla hopp. Wenn ihr Tagman sucht, folgt dem Pfad vor den Mauern. Warum ist Ellie hier? Das ist zu gruselig für einen Hund. Sie wollte nicht bleiben. Auch wenn ich sie am Tor. Jo, wir müssen da hoch. Hä, verdammt. Ah, jetzt dürfen wir komplett. Steckst du fest? Bin unterwegs. Rückzug. Offizier anwesend, stillgestanden. Jawohl, Chefin. Seid gegrüßt, Kommandeur. Willkommen bei den Blassen Räubern. Blasse Räuber ist ein interessanter Name. Mir fiel auf, dass ihr alle Silvari seid. Uns wurde diese gefährliche Mission erteilt, weil Silvari immun gegen den Fluch des Untodes sind. Wenn wir scheitern, erheben wir uns nicht wieder. Tekwin und ich waren schon einmal in diesem Teil von Orr, als der verfluchte Spiegel uns hier schickte. Er ist schrecklich, aber unverkennbar. Der Marschall hat uns befohlen, die Docks einzunehmen, damit Pack-Kriegsmaschinen per Schiff angelandet werden können. Meine Soldaten sind in der Kunst der Tarnung ausgebildet. Wenn ihr wollt, dass wir unsichtbar werden, sagt es mir. Das Lager im Süden ist unsere Verstärkung, aber sie haben sich nicht gemeldet. Wir müssen dort nachsehen, bevor wir die Docks einnehmen. Ich hoffe, dass ihnen nichts passiert ist, aber Gewissheit ist besser als Hoffnung. Kommandeur, geht ihr freundlicherweise voraus? Da unten ist ein gruselig aussehender Riese. Zwei Riesen. Zwei wirklich gruselige Riesen. Kommt schon, wir schaffen zwei. Keine Lust auf Spaß? Meine Lust ist noch im Hain. Ich könnte sie holen gehen. Zeit zu gehen. Kommandeur, übernehmt ihr die Führung? Ich habe meine Lust auch daheim vergessen. Wir müssen raus. Vorbereitet sein. Okay, ciao. Töre. Wo müssen wir da jetzt hin? So, ich erwarte eure Befehle, Kommandeur. Wie sollen wir vorgehen? Los geht's, Angriffsformation, oder wir sollten unbemerkt vorgehen? Ach, ja, gehen wir drauf. Wir klöppeln die einfach um. Wir klöppeln die um.
sind ja nur ein, zwei Riesen. Okay, auf geht's. Kommen wir jetzt da runter? Ja, okay. Ich komme. Hallo, ich lauf doch da nicht außen rum, bist du wahnsinnig? Na los doch, schlag mich! Na los doch. Lalala, läuft. So, der erste Riese wäre down. Verneigt euch vor dem Tod, genau. Hier steht auch als schwarze Schattengestalt rum, ha? Geil. Mhm. Gib ihm's ein Tod. Seid gegrüßt. Der Zahnradtrupp meldet sich zum Dienst. Mit Belagerungsmaschinen im Gepäck. Diese Panzer sind sagenhaft. Ihr habt sie den ganzen Weg von Löwenstein hergesegelt? Ach, das war nicht schwer. Die ganze Reise trocken bleiben, das war das Problem. Wassermokassins, wie geht? Ich wollte schon immer in so einem Metallteil in die Schlacht fahren. Ich bin so aufgeregt. Ihr seid wirklich meiner Art Silvari. Wir sollten später einen Whisky zusammen trinken. Zurück zu unserer aktuellen Aufgabe. Diese Panzer geben uns den Vorteil, den wir brauchen, um Truppen vor Ara in Stellung zu bringen. Wir bringen das Abladen der Kriegsmaschinen zu Ende. Sobald ihr bereit seid, treffen wir uns am westlichen Säulengang. Ja, Hallöchen. Heieiei. Let's los. Papas Babys. Panzer. Ja, schöne Panzer, ne? Räumt den südlichen Pfad für die Panzer, na dann. Ja, hallo, das geht ja ratzfatz mit denen. Verstehst du, da kommen wir das Ätz daher. Gell, hallo? Wenn du da einfach eine Abkürzung das Wasser nimmst und die abhängst, können die leider auch nichts tun. So, hoppla hopp. Ja, da ist was los. Da geht was. Oh nein, ein Schlachthaus. Man würde denken, ein so gut verteidigtes Lager wäre sicherer. Halt, wir müssen mehr links. Links. Mhm. Dann haben wir den auf die Fresse, das ist auch okay. Genau, die schubsen einen hier rum.
Ne, geht ganz schön was ab. So, jetzt haben wir die zwei noch um und dann dürfen wir wieder zurück zu den Docks. Stark.